Ist er geistesgestört, dieser Dude? Ja, wenn das Teil Flammenwurf hat, dann war's das. Dann war's das einfach straight. Zurück zu einer weiteren Folge der Pokémon Renegade Platinum Nuzlocke Challenge. Mit mir, eurem Sefi, hier in der neuesten Folge von The Nuzlocke. In dieser Stadt sind wir letztes Mal angekommen und haben einen Kampf gehabt gegen Mathe, der uns ziemlich auseinandergenommen hat. Und jetzt sind wir auf der Suche nach dem Arenaleiter, der mal wieder, wie alle Arenaleiter in dieser Gen, ich glaube, deswegen mochte ich die Gen nie, weil er nicht da ist. Und wir müssen ihn jetzt finden. Wir müssen ihn jetzt suchen. Okay? So. Allerdings, bevor wir gehen, habe ich noch ein kleines Update für euch. Und zwar im wortwörtlichsten aller wortwörtlichsten Sinne. Denn Pixel entwickelt sich zu Porygon Z. Ich habe sogar die Dubios-Disk. Das bedeutet, ich könnte theoretisch ein Porygon Porygon 2 ist er jetzt. Porygon Z könnte er werden, wenn ich ihm die Dubios-Disk geben würde. Das tue ich allerdings nicht, denn Pixel hat ein Plus-Def, ein Minus-Init-Wesen und das ist nicht gut für Porygon Z. Ich würde ihm gerne auf Porygon 2 lassen und ihm den Evolit geben. Das Problem ist, ich habe alles mögliche an Items. Ihr seht, Wahlglas, alles, Digga. Aber ich habe keinen Evolit. Entweder habe ich ihn verpasst oder er kommt erst noch, beziehungsweise wir haben ihn noch nicht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo er sich befindet. Aber, ja, ich würde ihn gerne noch nicht entwickeln. Was ein gefährliches Unterfangen ist, denn nicht entwickelte Pokémon im aktuellen Spielgeschehen ist halt echt eine gefährliche Sache. Denn ihr seht, so sieht unser normales oder anderes Team aus. Und, ja. Wenn du da mit unentwickelten Pokémon am Start bist, Alter, dann hast du halt da komplett, hast du halt nichts verloren. Müssen wir ganz ehrlich sein. So, aber gut. Das ist unser momentanes Team, Freunde. Pixel, das neueste Pokémon, was dazu stieß. Jetzt wollen wir auf diese Insel gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe irgendwas im Kopf von wegen Doppelkämpfe und so auf dieser Insel. Ich weiß nicht, Leute. Es ist 3-4 Jahre her. Ich bin scheinbar jetzt schon komplett dement, weil ich mich nicht an Sachen erinnern kann, die in diesem Spiel passiert sind. Obwohl es noch nicht so lange her ist. Aber ich kann mir einfach Gen 4 und 5 kann ich mir nicht merken, Alter. So, Moment mal. Was ist ein... Okay, gucken wir uns mal hier um. Oh, du bist der eine Du, ne? Okay. An dich erinnere ich mich noch so ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwie erinnere ich mich an Lucario, wenn es um diese Insel geht. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, von hier hat man doch irgendwie ein... Hat man von hier nicht irgendwie ein Riolu oder sowas bekommen? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall irgendwas mit Lucario. Könnte auch falsch liegen. Ich glaube, der kommt aber mit uns. Aber das ist nicht der Arenaleiter, oder? Wo ist denn der Arenaleiter? Oh, okay. Okay. Wer bist du denn? Oh, das ist der Arenaleiterorden von Orenburg. I see. Oh, du hast meinen Sohn Rogue besiegt? Wow, da musst du ein Pokémon-Trainer sein, der auf die Pokémon-Liga abzielt. Ich bin Byron und die nächste Wand, die du überkommen musst, mein kleiner Freund. Oh, du hast diese Insel noch nicht erkundet? Dann solltest du noch ein bisschen trainieren. Okay, das heißt, wir müssen diese Insel erst erkunden, bevor wir den Arena lang... Hey, Digga, du hast deinen Job zu erledigen, Mann. Okay, das heißt, wir müssen hier durch. Die Frage ist jetzt nur... Moment. Reißer, also die grünhaarige aus dem einen Wald,
hat gegen uns gekämpft. Mit Shanira und so, ne? Und hat sich dann uns angeschlossen. Dann das eine Mädel, was sich ebenfalls uns angeschlossen hat, hat ebenfalls gegen uns gekämpft. Und zwar mit Alpollo und Kadabra davor. Und das waren beide ziemlich gefährliche Kämpfe, insbesondere der zweite. Das heißt, ich glaube, auch er wird wieder gegen uns kämpfen. Und das ist im normalen Spiel nicht so, so wie ich mitbekommen habe. Das ist nur im Hex so. Das heißt, warte mal. Was für Pokémon hat er? Again, Lucario kann ein Hirngespinst sein, irgendwas, aber ich muss mich nach dem richten, was ich weiß oder was ich glaube zu wissen. Pixel ist natürlich eine ganz blöde Idee für Lucario. Ehrlich gesagt habe ich für Lucario generell ziemlich wenig am Start. Ich würde einfach sagen, wenn er Kampf-Pokémon hat, nehmen wir Jindojun mit. Dieser Arena-Leiter war, glaube ich, ein Stahltrainer, ne? Aber der Dude... Hatte der Kampf-Pokémon? Digga, ich weiß es nicht mehr. Okay, ich glaube, Jindojun ist ein okayer Lead. Ach komm, wenn er Lucario hat, wird er niemals mit Lucario leaden, oder? Never ever. Alright, guys, ich habe mir jetzt doch noch kurz die Zeit genommen zu googeln und zu gucken, wo man den Evolit findet, weil wenn wir jetzt schon den nächsten Kampf haben, Digga, Mathe, und dann direkt den nächsten, wollte ich jetzt nicht wieder unprepared da reingehen. Ich habe jetzt nochmal die Attacken überdacht. Ich habe allen Pokémon jetzt noch ein, zwei Sonderbonbons gegeben, um sie auf 50 zu pushen, weil ich einfach glaube, aber jetzt ist es Zeit. Mathe hatte, glaube ich, schon stärkere Pokémon als wir. Ich will gar nicht wissen, was für Pokémon der im Team hat. Ich glaube, Level 50 ist ein gutes Cap hier. Und was ich rausgefunden habe, Freunde, ist traurig, aber wahr. In dieser Gen gibt es noch gar keinen Evolit. Der Evolit, den gab es erst ab der Gen 5. Dementsprechend bringt uns Pixel überhaupt nichts in dieser Evolutionsstufe. Das heißt, wir werden ihn wohl oder übel zu Porygon Z entwickeln müssen. Was ein bisschen garbage ist, weil er ein Plus-Dev-Minus-Init-Wesen hat, was, naja, nicht ganz so gut ist. Aber hey, Adaptability powers up moves of the same type. Das ist doch schon mal eine gute Sache mit 171 Spätz Attack. Hab by the way irgendwie noch Hyperstrahl gelernt, Mann. Das ist auch crazy. Ja, ein 150er Move, ne? Kann man auf jeden Fall machen, wenn es irgendwie gilt, was zu finishen. Insbesondere mit Adaptability und dem Spätz Attack von 171. Ja, ich habe wie gesagt kurz auf Level 50 geballert. Einfach weil ich einfach glaube, dass es safer ist, als mit Dingens hier rumzulaufen. Ne? Ich glaube, mit Jindojun wollten wir leaden, oder? Das war doch das. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube schon. Ja, okay, Freunde. Dann gehen wir jetzt los. Ne? Ich will jetzt auch hier mal ein bisschen Progress machen. Und du bist... Oh, du bist Safi. Ich bin Riley. Ich bin auch ein Pokémon-Trainer. Anyways, es ist schön, hier einen anderen Pokémon-Trainer zu sehen. Wenn es klar geht, würde ich gerne einen Kampf gegen dich machen. Ja. Und er gibt dir nicht mal die Möglichkeit, Nein zu sagen, dieser Dude. Oh. Okay. Ja, Level 49. Ey, Digga, der geht safe über 50. Oh mein Gott, ich bin so froh. Bin ich nicht einfach wieder reingerannt, Alter. Jindojun ist actually okay, I guess. Ich meine, wir treffen ihn sehr effektiv, oder? Mit Fee? Mit Absol habe ich nicht gerechnet. Ich dachte eher, da kommt was Kampfmäßigeres. Okay. Bleiben wir hier drin? Ich meine, wir könnten Moonblasten. Was kann ab? Moment. In der letzten Folge haben wir einen Staraptor mit Kengstein gehabt. Safe hat er wieder irgendwie Bullshit, Alter. Was kann Absol uns tun? Absol ist ein absolutes Crit-Monster. Er hat safe irgendein Crit-Item obendrauf. Was hat das Ding normalerweise? Night Slash, Psycut, Schwertanz, Sucker Punch. Oh, hat das Ding... Hat das Ding Knuddler? Verwechsel ich das gerade mit Azumarill? Nee, Mega Absol hat doch safe Knuddler, oder?
Also wenn Mega absolute Knüller hat, dann hat absolute 100% Knüller. Oh, und das wäre nicht gut für Jindudun, denn Jindudun ist ein Dragon-Pokémon. Okay, das ist nicht gut. Das heißt, Gabu Gabu ist auch kein Switchin mehr. Vision ist kein Switchin wegen Night Slash. Flex Flex ist wieder guter Switchin, weder wegen, also hier wegen Psychard und Knuddler. Ich glaube, ich muss hier einfach drin bleiben und einen Hit tanken, oder? Und hoffen, dass er mich nicht crittet. Hoffen, dass er mich nicht crittet, Digga. Einfach hoffen, dass er mich nicht crittet. Wir outspeeden ihn? Wir critten ihn! Oh! Oh! Oh, shit! Hat jeder in diesem Dreckspiel ein fucking Meter groß? Jeder. Gefühlt. Jeder. Digga, was ist dein nächstes Pokémon? Ein Entei? Oh, please, hab keinen Suicune oder sowas, Alter. Ey, ich meine krass, ich hätte nicht gedacht, dass wir das Ding outspeeden. Absol ist, glaube ich, nicht so langsam. Aber scheinbar ist Jindudun schneller, als ich dachte. Mit 104 Speed... sogar um einen Punkt schneller als Vision. Okay. Okay. Da wird safe ein Sternenhieb gleich kommen, ne? Irgendwas wird da kommen. Sternenhieb, warte mal. Sternenhieb, Zen Headbutt, Erdbeben, Bullet Punch. Das waren, glaube ich, die Moves, die der letzte, das letzte Meter groß hatte. Gehe ich zu Chaya, um den Sternenhieb zu tanken, oder gehe ich direkt zu Vision? Aber ich werde ihn wahrscheinlich nicht one-shotten. Weil kein Stab. Glücklicherweise haben wir jetzt auch Erdbeben drauf. Pixel macht hier gar nichts. Flex Flex wird von Zenitbad weggenibbelt, Alter. Und Gabu Gabu tankt halt nicht zwei Hits, ne? Ich meine, wir outspeeden ihn, aber die Frage ist, reicht ein Erdbeben? Okay, ich glaube, Chaya ist hier unsere... Beste an. Er misst den Medium. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind wir lucky. Okay. Oh, Moment. Moment. Okay, Moment. Das war sehr viel Glück, aber wir hätten es sowieso resistiert. Worst Case wäre gewesen, er hätte getroffen, hätte einen ATK-Boost bekommen und uns dann einfach weggeflext mit. Ne, mit seiner Headbutt. Er outspeedet uns aber trotzdem noch und seine Headbutt kann immer noch flinchen. Und das wird ein Two-Hit-KO sein. Das heißt, falls er uns jetzt flincht in Zen Headbutt, können wir immer noch doublen in Vision. Aber dann haben wir kein Chip-Damage drauf, ne? Okay, komm. Nicht überdenken jetzt. Please, komm einfach durch. Oh, wir kommen durch. Und er macht nicht mal... Er macht nicht mal 50%. Er macht nicht mal für... Was war das? Was war das? Ich hab's nicht gesehen. Was war das? Ich hab's nicht gesehen. Warum hat er einen Boost bekommen? Warum hat er einen Boost bekommen? Oh no. Oh no. Oh. Was hat er für einen Boost bekommen? Was hat dieser Bastard für einen Boost bekommen? Ich meine, Init-Boost juckt nicht, aber Angriffsboost würde jucken as fuck, Bro. Und zwar ziemlich. Sorry, ich bin gerade, ich weiß, ich bin gerade in der Aufnahme.
mein Brain ist gerade aus... Meine Seele hat gerade meinen Körper verlassen, Alter. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Plus eins tanken wir doch, oder? Oh, wenn er mich krittet, Digga. Ich hab so keinen Bock auf den Crit. So keinen Bock auf den Crit, ey. Okay, warte mal, heilt er nicht? Er heilt... er könnte healen. Er könnte healen. Und dann haben wir noch ein bisschen Überreste Recovery. Falls er wirklich einen ATK-Boost bekommen hat, dann dürfen wir das tanken. Wird er healen? Ach, das ist wieder diese 50-50, ne? Digga, weißt du, warum? Warum kann ich nicht einfach ein Animal Crossing-YouTuber sein? Oder ein Mario-YouTuber? Warum muss ich der sein, der Nuzlocke spielt und sich jedes Mal mit sowas auseinandersetzen muss, Digga? Ich hab so keinen Bock. Ich weiß jetzt schon, dass ein Pokémon sterben wird hier. Weiß es jetzt schon. Ich hab so keinen Bock, Alter. Ja, er wird healen. Ich kann nicht rauswechseln jetzt. Oder? Oh mein Gott, Digga. Kann ich critten, please? Oder so? Fuck. Okay, aber jetzt tanken wir es. Easy, oder? Und wir kriegen den Flinch. Well, das war genau das, was ich... Und er hat einen Angriffsboost bekommen, ne? Er hat einen Angriffsboost bekommen. Okay. Okay. Cool. Dann gehe ich jetzt zum Metago. Okay, ich muss aufwachen, Digga. Ich muss aufwachen. Was mache ich hier gerade? Warum geht er auf Earthquake? Ich meine, ja, Sekke killt. Das ist ein guter Mid-Ground-Play, aber... Dieser Flinch war wieder so unlucky, Digga. Das kannst du keinem erzählen. Okay, Moment. Pixel ist viel zu langsam. Okay. Bin ich schneller als er? Das ist die Frage. Ich hoffe ja. Doch, ich muss schneller sein. Ich muss schneller sein. Ich habe EVs und ich bin höher gelevelt als er. Ich muss schneller sein. Und jetzt gehe ich auf Earthquake. Oh mein Gott, zum Glück. Oh mein Gott. Oh, ich hätte geheult. Oh. Ich will nicht mehr, Leute. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. For real. Ich will nicht mehr dieses Spiel spielen. Jetzt hat er noch einen 50er Lucario, Digga. What's next, man? Ein Legi? Ein Sudo-Legi? Ja, er hat ja schon ein Sudo-Legi gedroppt. Er hat ja schon Meter groß gedroppt. Die Frage ist, ich habe eine Frage. Eine Frage habe ich. Modi. Ist Gabu Gabu schneller als Lucario? Warte mal. 158 Def. 109 Def. 87. 90 nur. 89. 93. Okay. Mein Brain. Mein Brain, Jungs und Mädels, mein Brain. Das Problem ist, wenn sein Lucario schneller ist als mein Gabu Gabu, dann killt er mich mit einem Nahkampf. Ich habe nur 90 Def und er trifft mich neutral. Er killt mich mit einem Nahkampf, wenn er schneller ist. Eigentlich müsste ein Knackrack schneller sein als sein Lucario. Mega Lucario ist schnell, aber Lucario ist nicht so schnell. Aber ich weiß nicht, ob seine Stats nicht geboostet wurden in dieser Gen. Es
kann sein, dass Lucario schneller ist als Gabu-Gabu. Und wenn ich das riskiere, habe ich meinen Sudolegi weg. Und er hat nur 90 Def. Das heißt, wir tanken keinen Nahkampf. Ich outspeede mit nichts. Das Einzige, was tanken könnte, ist Vision. Die Frage ist, ist er physisch oder ist er speziell? Er könnte Aura-Sphäre, er könnte Finster-Aura, er könnte Turbo-Tempo, er könnte Nahkampf, er könnte Bullet-Punch, er könnte Lichtkanone, er könnte Gedankengut. Dieses Drecksding ist halt wieder so eine richtige Kinderpuperzen-Überraschung, Alter. Ich glaube, ich muss hier was opfern. Ich glaube, ich muss Pixel opfern. Ach, Digga. Ich habe das gerade 1,5 Stunden gelevelt. Gerade 1,5 Stunden gelevelt, Digga. Aber ich kann nichts anderes opfern. Und was mache ich dann? Wenn er mich nahkampft und mich einfach ins Jenseits schickt, dann gehe ich zu was? Jindujun wird auch weggebumst. Von Lichtkanone. Oder von was auch immer. Ich müsste jetzt einen Heal haben. Ey, dieser Chaya, das wieder, dieser Flinch, ne? Dieser Flinch war wieder so unnötig, Digga. Wir werden jetzt full life. Und könnten einfach drin bleiben. Aber wegen diesem einen Flinch. Ich muss jetzt spielen, Alter. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit... Oh mein Gott, der tut das halt schon. Und Life Orb. Life Orb High Jump Kick. Life Orb High Jump Kick. Stell dir das mal vor. geboostet von einem Life Orb. Auf einem Lucario. Moin. Frohen Mittag und guten Abend, ne? Sag ich da nur. Okay, ich muss noch ein Pokémon sterben lassen. Die einzigen zwei, die das tanken können, sind Vision und Chaya. Und die beiden sind low. Wir haben Jindujun. Ich meine, Jindujun, okay, tankt einen Hit. Aber... Okay, Moment. Es ist kein Nahkampf. Turmkick kann verfehlen. Er hat schon einen Trank eingesetzt. Das heißt, ich habe theoretisch 4 Tränke. Will ich ihn schießen? Ich habe keine andere Wahl, Alter. Wir verlieren hier einfach. Wir verlieren sonst einfach. Please. Das muss... funktionieren. Das muss funktionieren. Chaya und Vision sind die einzigen, die das tanken können. Vielleicht. 150 Def und 155 KP. Okay. Ja, Übertrank. Oh. Okay. Er hat Blaze Kick. Das wird resistiert und es macht über Hälfte und wir haben 109 Def. Warte mal. High Jump Kick wird resistiert. Wir haben 109 Def. Das heißt, der High Jump Kick würde Gabu Gabu einfach one-shotten. Oder? Wir haben 16. 16 sind es. Oder wie viel? 19. Wir haben fast 20 Def mehr und resistieren.
Und er hat mir wie viel? Sorry, dass ich gerade Mathe mache, Leute. Das ist gerade super wichtig. Er hat mir gerade um die 80 Damage gemacht. Resistiert. Nicht resistiert, 160. Und dann sogar noch weniger Death. Digga, Gabu Gabu wäre einfach One-Shot. Flex, Flex, genau so, Digga. Das tötet alles. Das tötet mein Team. Outspeeden tue ich ihn nicht. Ich muss das nochmal machen mit Vision. Und ich muss hoffen, dass er den High Jump Kick verfehlt. Der Bullet, das ist eine Prio, Digga, mit 40 Step. Mit 40. Und das hat uns weggejodelt, Alter. Okay, ja, irgendwas hätte sowieso sterben müssen. Wir haben es probiert ohne, jetzt ist es halt so. Oh mein Gott, Digga. Er trifft halt jeden, ne? Hätten wir... Ey, Leute, das Ganze hätte verhindert... Okay. Also, wir merken uns... Alle Kämpfe, die im Spiel drin waren, also alle Arenaleiterkämpfe und, ne? Easy. Alle Kämpfe, die dieser Hackersteller in diese Edition reingemacht hat, absolut geisteskrank. Er hatte schon ein Sudolegi mit Metagross und jetzt bringt er einfach das zweite Sudolegi aus der dritten Generation. Ist er geistesgestört, dieser Dude? Ja, wenn das Teil Flammenwurf hat, dann war es das. Dann war es das einfach straight. Dann war es das einfach straight. Okay. Ist Metagro... Brutalander... Ich glaube, Brutalander hat ein 100er Init-Base. Kann das sein? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, Knackrack, Mega Knackrack hat 80 oder so. Aber Knackrack hat, glaube ich, 109 oder sowas. Ich glaube, Knackrack ist ein bisschen schneller. Ich muss jetzt einen Risk-Switch machen, ne? Ey, Guys, ne? All das hätte verhindert werden können, wenn ich nicht geflincht worden wäre. Wenn ich nicht geflincht worden wäre, wäre ich einfach mit Vision drin geblieben, so wie ich es jetzt gemacht habe. Hätten Hit gefressen, bam, Erdbeben tot. Diese zwei Opfer gab es nur, weil Chaya geflincht wurde von Metagross. Und jetzt müssen wir wieder so ein richtig Risk-Play machen. Okay, Crunch. Outspeeden wir ihn, please. Okay, will ich das jetzt wirklich tun? Warte mal, ich bin rausgeswitcht dafür. Aber ich hätte nicht gedacht... Oh, fuck my life. Ich hätte gedacht, er geht auf Flamethrower und wir resisten. Okay, wir müssen ihn outspeeden, oder? Wir müssen ihn outspeeden, Alter. Wir müssen ihn outspeeden, right? Wenn nicht, weiß ich nicht, was ich tun soll. Oh mein Gott. Please reich. Oh mein Gott. Holy shit. Ursaring. Ursaring. Was machst du mit Ursaring? Fassade? Schwertanz? Keine Ahnung. Kann Ursaring Schwertanz? Fassade machst du, oder?
Gehen wir zu Flex Flex. Das Problem ist, wir tanken keine zwei Normalangriffe. Kann ich ihn mit Gabu mit einem Erdbeben stab? Was für Death-Werte? Ach, ich kann auch nicht auf Pokewiki gehen, weil Ursaring Segner geboostet wurde. Das Problem ist, wenn er mich trifft mit Normalattacken, dann sind wir weg. Komm, please. Gabu Gabu. Oh mein Gott, er one-shottet ihn! Weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Ich weiß es nicht. Wirklich. Wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Er hat Letharking. Das hat höhere Stats als die meisten legendären Pokémon. Er hat Letharking. Ursaring war sein einziges Meh-Pokémon, obwohl ich sicher bin, dass er Fassade und Flame Orb und all diesen Scheiß hatte. Weil Metagross uns geflincht hat, Digga. Flinch, Crit, zweimal richtig Pech gehabt. Flex Flex wäre reingekommen, hätte seinen Drain, Dizzy, Punch, was auch immer gedroppt. Okay, wir outspeeden ihn. Hat er sein Slack-Ding-Zeugs? Eine Citrus. Please, please, please reich. High-Roll jetzt, bitte. High-Roll jetzt, bitte. High-Roll einfach jetzt, bitte, Gabu Gabu. Oh mein Gott, Digga. Digga, das war so knapp, ne? Das war so fucking knapp wieder. Oh mein Gott. Wow, er hat uns geheilt. Warte mal, was haben wir jetzt verloren? Flex Flex, Pixel und Jindo Jun, ne? Chaya, Gabu Gabu und Vision überleben. Jungs, ich habe auf Flex Flex gerade eben den Wuchtschlag und den Cross-Chop bekommen. Mit Scopelands und No-Guard. Und da kommt ein fucking Letharking und bumst uns mit Body Slam weg. Amazing. Amazing. Okay, Guys, ich gehe kurz meine Pokémon ablegen und dann, dann gucken wir uns noch unseren Encounter an, den wir haben. So, Guys, da sind wir in der Iron-Höhle, Iron Island, wo vorerst unser letzter Encounter auf uns wartet. Und es ist ein Sableye. Oh my goodness. Das könnte ziemlich gut werden. Right? Oh, das könnte ziemlich gut werden. Eine Kampfimmunität und eine Psychoimmunität. Und maybe sowas wie, Irrlicht und so ein Kram? Oh, das wäre so gut. Das wäre actually sehr gut. Okay.
Kannst du bitte drin bleiben im Dustball? Nope. Ah ja, ich soll es vielleicht noch schwächen, ne? Mit was schwäche ich es denn? Ich glaube, ich schwäche das Ding mit Sludge Bomb, denn das resistiert es. Right? Und es ist kein Stab. Okay. Oh, ich freue mich gerade echt über Sableye. Ich weiß nicht, was es hier sonst noch so gegeben hätte. Aber ich freue mich gerade ziemlich über dieses Ding. Ich glaube, ich habe auch schon den perfekten Namen dafür, falls es sich entscheidet, da drin zu bleiben. Digga, das hat Shadow Ball. Uiuiui. Jetzt ein Crit, Digga? Jetzt ein Crit, wer übel kritisch. Aber er bleibt drin. Oder sie. Ein Sableye namens Rumpelstilz. Rumpelstilz. Passt gerade rein. Ne? Rumpelstilzchen, einfach weil es klein und mysteriös und zwergenhaft aussieht. Und es sieht aus, als, ne? Wie gut, dass niemand weiß, was meine Schwäche ist. Mauai. Intimidate Mawile hätte es hier gegeben. Ladies and Gentlemen. Cool. Wir geben uns zufrieden mit dem, was wir haben. Wir haben schon ein Stahl-Pokémon. Und wir haben jetzt auch schon wieder ein Feen-Pokémon. Von daher bin ich nicht allzu mad. Aber ein Bedroher-Pokémon wäre schon sauber gewesen. Okay, Freunde. Ich werde jetzt zurückgehen in die Pokémon-Center. In die andere Stadt. Hochtrainieren, healen. Und beim nächsten Mal sehen wir dann wieder ein hoffentlich volles Team. Und seht ihr meine Motivation im Gesicht? Ja, sie ist nicht mehr vorhanden. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da, haut rein und tschüss.